So, wir werden heute diesen Parfümflakon generieren. Das ist aus Glas und hat eine ganz besondere Form, wo wir schon ein bisschen davor überlegen müssen, wie das Ganze dann ausschaut. Die Abmessungen liegen uns schon mal vor, aber Fotos haben wir auch, Grundauf, Seitenansichten. Und jetzt schauen wir uns noch an, wie die Konstruktionsstrategie ausschauen könnte. Dazu habe ich diesen Flakon nochmal mit ein paar Fotos ergänzt. Und man sieht da sehr schön, wie die Form entsteht an dem Bereich. Diese gelbe Linie ist so in etwa den Querschnitt an dieser Stelle darstellt. Und wenn wir jetzt diesen Querschnitt rotiert vorstellen um ein Rad, dann kommen wir in etwa zu dieser Form, die wir dann noch durch diese zwei Bögen, mit diesen zwei Bögen schneiden sollten oder müssen. Und dann sollte es eigentlich zu einer Form kommen, die dieser Form schon recht nahe kommt. Wir nehmen uns das Praktische geht dieses Teil einmal, werden wir ins Rainer übergeben, dazu gehen wir wieder mit unserem Snipping-Werkzeug und markieren uns diesen Teil und speichern den Teil, speichern dieses Bild ab. Ich speichere das mit digitalen Werkzeuge und auf einer. Und dann machen wir einen neuen Ordner und gebe da mal ein. Gut, und da speichern wir das Ganze mal das Bild ab. Dann gehen wir ins Rhino und im Rhino hole ich dieses Bild rein. Ich gehe über die Flächenwerkzeuge zu meiner Bildebene und hole mir da dieses Bild und lege das mal da rein. Machen wir das groß. Und jetzt haben wir dieses gleich richtig skalieren. Dazu kann ich durchaus dieses Maß, also das Maßwerk, diese Maßangabe nehmen, gehe also auf 2D ungleichmäßig skalieren und so von hier bis hier und das soll werden 120. So. Dann können wir uns dieses Bild noch ein bisschen herrichten, sodass es auf der richtigen oder auf einer Ebene liegt. Tun wir zuerst die Objektebene ändern, sodass wir das ausklicken und einklicken können. Dann gehe ich auf das Material von diesem Bild und gebe eine Objekttransparenz ein. Irgendwo einmal bei so 50%. Und als weiteres könnte man jetzt noch diese Mittelachse und sauber einrichten. Das nehmen wir da diese Abmessung, ich gebe jetzt wirklich 16 ein. Das ist diese Linie und diese Linie schiebe ich dort vielleicht ein kleines bisschen. Deaktiviere schnell den Objektmodus.
Objektform und richte das da halbwegs sauber aus. Und dann nehme ich da der aktivierten Objektform den Mittelpunkt und ziehe da meine Achse runter. Gut. Wenn wir da in der Frontansicht sind, können wir also das Ganze markieren. Und ich verschiebe jetzt das da auf den Nullpunkt, indem ich einfach 0 eingebe. Gut, diese Strategie, die wir da, die ich mir da überlegt habe, zielt darauf ab, dass sie diese Außenform, die grobe Außenform, ergibt, indem wir einen Kreis haben und einen zweiten Kreis, der da den äußeren Kreis schneidet, und darin ergibt sie dann diese Form. Und wie konstruieren wir die? Naja, einfach mit den Angaben zu diesen, also zu diesen Abmessungen. Da lasst sich also das relativ gut konstruieren. Wir zeichnen zuerst einmal eine ganz grobe, zeichnen uns eine ganz grobe Einteilung und können das dann machen. Dazu brauchen wir diese Länge, diese zwei Höhen, wir brauchen die Schnittpunkte und wir brauchen dann noch den Mittelpunkt bzw. überhaupt diesen großen Kreis, und der ergibt sich ja aus diesem Bogen, der da schon vorliegt, und dieser Bogen, der lässt sich relativ einfach ermitteln, nämlich über eine sogenannte Dreipunkt, über einen Kreis über drei Punkte, das heißt drei Punkte auf der Kreislinie ergeben den fertigen Kreis, und diese drei Punkte, könnte man sagen, haben wir einmal da, dann einmal da und einmal vielleicht da herüben nur irgendwo. Punkte sollten ein bisschen auseinander liegen, nicht zu eng. Und dann haben wir da unseren Mittelpunkt. So, was brauchen wir noch? Wir könnten jetzt natürlich auch den zweiten Bogen schon so machen, aber den zweiten Bogen, der lässt sich ja da relativ gut konstruieren. Und dazu zeichne ich da mal auf diesem Schnittpunkt eine Linie, eine Gerade, setze dann die Mitte dieser Linie nur auf die Mitte diese Achse, die lösche, weil die geht jetzt da nur im Weg um, und jetzt lassen Sie diese Abmessungen da mit dieser Linie relativ gut angehen, so dass Sie dann zu meinen Schnittpunkten kommen. Die erste Linie ist also 13 mm darüber, das heißt, ich drücke die Alt-Taste und auf den Pfeil des Gumballs drauf und kann jetzt eine Kopie machen, die genau 13 in der Höhe ist. Ich mache das Ganze nur mehr, drücke zuerst die Alt-Taste, dann einen kurzen Klicks auf den Gumball und gebe dann das nächste Maß ein. Und da sehen wir jetzt schon, wir haben da eine sehr schöne Konstruktion. Dann, was brauchen wir noch? Wir haben aus dem Mittelpunkt des Kreises, ziehen wir jetzt noch einmal eine Achse. Diese Achse schneidet jetzt wirklich diesen Kreis an der richtigen Stelle. Die Achse, die wir davor zeichnet haben, das war, passt nicht mit dem Kreis zusammen. Und jetzt haben wir unsere Schnittpunkte für die nächste, für den nächsten Bogen, können wir auch wieder Kreis über drei Punkte. Der erste Punkt ist der Schnittpunkt, der zweite Punkt ist der Schnittpunkt und der dritte Punkt ist wiederum der Schnittpunkt. Ja, das passt jetzt da vielleicht nicht ganz genau zusammen.
Schauen wir mal, wie es mit den 120 ist. Das heißt, die geht dort auf 60 rüber und zieht es auf. Und da herum auch nochmal 60 und zieht es da rauf. Und dann sehen wir, okay, das stimmt jetzt da nicht ganz. Und die löscht den nochmal. Also diesen Kreis. Und wahrscheinlich stimmt der Kreis da schon nicht ganz. Und deshalb können wir den äußeren Kreis da nur mehr löschen. Und jetzt blenden wir das kurz aus. Können also von dem Punkt über den Punkt und über den Punkt einen neuen Kreis machen. Das ist doch besser. Von da nach da nach da. Und von da nach da nach da. Jetzt haben wir diese 120 exakt und wir haben diese zwei exakten Kreise. Also mit einem Kreis oder mit einem Bogen über drei Punkte oder über drei Konstruktionspunkte lässt sich also jeder Radius und jeder Kreis und jeder Bogen sauber ermitteln. Und das geht relativ schnell. Gut, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen diesen Querschnitt. Und dieser Querschnitt, der läuft ja irgendwo von da, da darüber. Und ich denke mal, dieser Querschnitt hat da seinen tiefsten Punkt irgendwo. Und da überlegen wir uns, wie das jetzt ausschauen kann. Dazu brauche ich jetzt die andere Ansicht, also diese Breite. Der ganze Flakon ist 47 breit an der breitesten Stelle. Das wird dann in etwa da sein. Und das probieren wir da jetzt einfach daneben hin zu zeichnen einmal. Wir gehen also her und zeichnen uns von hier eine Achse auf. Da haben wir gesagt, das erste soll sein 13 in der Höhe und dann haben wir diese 29 gehabt, gerade dass wir das von der Seite nochmal haben. Und dann haben wir eine Breite von 47, das heißt, wir können das da verschieben oder versetzen und dann nehmen wir mal einfach die Taschenrechnerfunktion her. Wir geben also da ein 47 dividiert durch 2, dann wird das darüber kopiert. Machen wir das Ganze noch einmal und geben davon einfach ein Minus ein und haben dann die Breite und wiederum unsere Einteilung. Ja, und was sollte da jetzt passieren? Theoretisch müsste es jetzt so sein, dass wir diese Form da reinzeichnen können. Das heißt, wir haben unten einen unteren Bogen, dann haben wir da heroben diese Übergangslinie und die versuchen wir jetzt einmal so reinzuzeichnen. Was haben wir da heroben? 16 haben wir ja diesen Durchmesser. Das heißt, da heroben also eine kleine Linie und die geht da nach 8 in diese Richtung und in die andere Richtung. Das ist also unser Stoppel, der da drauf kommt. Und jetzt ist es eben diese Frage, ist ein bisschen die Frage, wie setzt diese Linie in dem Bereich an? Man würde zuerst einmal die Idee kommen, naja, das müsste da vielleicht tangential weggehen. Das können wir mal so probieren.
so. Das können wir da also jetzt noch einstellen, wie das dann zuerst schauen soll. Und dann haben wir da hier unten nochmal eine Linie. Könnten wir jetzt da theoretisch einfach einmal so probieren. Und so. Nur einmal eine Grundidee, wie sowas ausschauen könnte. Gut, jetzt probieren wir das aber da einfach einmal weiter. Ich nehme das, das und das. Und diese drei Teile tue ich jetzt einmal verbinden. Und dann können wir sie noch um diese Achse spiegeln. Und das auch wieder verbinden. Und jetzt muss ich eigentlich nur dieses, geht in die Perspektive, jetzt muss ich diesen Querschnitt da auf meine Rotationsachse legen. Und dazu machen wir eine Kopie von dem Teil. Nehmen wir also nicht das Original her, sondern nehmen wir Kopie. Dreh um 90 Grad. Und bei eingerastetem Objektform nehme ich dieses Baut oder nehme diese Form da herunten und setze genau da auf meinen Schnittpunkt. So, jetzt schaut mal das Bild aus. Sieht man jetzt das? Jetzt nehme ich da mal meine ganzen Hilfslinien und lege die auf einen eigenen Layer, damit wir es ausblenden können, weil dann wird es vielleicht ein bisschen besser sichtbar. Und um welche Achse müssen wir das Ganze jetzt drehen? Naja, es muss um die Mitte, um den Mittelpunkt dieses Kreises gedreht werden. Wir können uns da eine kleine Achse einzeichnen. Ich lasse es also auf den Mittelpunkt des Kreises, dann gehe ich in die Draufsicht und ziehe das einfach da raus. Und dann habe ich da eine Achse. Und jetzt können wir dieses Teil um diese Achse rotieren lassen, wie eine Fahrradfelge. Gehe also auf Rotation, Kurve zum Rotieren auswählen, das ist das, rechte Maustaste, und das ist meine Rotationsachse. Und wir sagen Startwinkel 0 und fertig, machen das einen vollen Kreis und schauen uns das an. Dann schaut es so aus. Naja, jetzt schneiden wir mal das, nur damit wir eine Vorstellung davon kriegen, wie das Ganze ausschaut. Gehen also da in die Seitenansicht, gehen auf Trimmen und verwenden jetzt diese Linie oder diesen Kreis und trimmen das alles weg. Und dann haben wir diese Form. So, diese Form entspricht nur sehr, sehr rudimentär dem, was wir wollen, weil, wenn wir uns diese Form anschauen, dann haben wir da ja eine schöne Rundung herinnen und in der Draufsicht ist es also eine sehr schöne Rundung. Und wir haben da auch hier eine Rundung in dem Bereich. Wenn wir das jetzt da von oben anschauen, dann haben wir da eigentlich eher eine Gerade. Das heißt, das ist noch nicht ganz optimal. Ich nehme jetzt das. Das sind im Übrigen zwei Teile. Woher kommen die zwei Teile? Ich gehe also da nochmal retour. Wir haben hier unser Originalquerschnitt, unseren Originalquerschnitt gehabt und haben den um diesen Kreis rotiert. Das heißt, unsere Naht für dieses Objekt liegt genau an der Stelle. Jetzt ist das ein bisschen ungünstig, weil wir eben dann zwei Teile haben und wir können uns das, wir drehen einfach dieses ganze Rad um den Mittelpunkt und drehen das mal so weit weg, dass diese Flächennaht außerhalb von unserem zu schneidenden Objekt ist. Dann können wir das Ganze entweder schneiden oder, was noch besser ist,
Wir machen gleich ein extrudiertes Bauteil. Ah, da haben wir wieder diese Flächennaht, die wir rauslegen. Da lasst sich das jetzt sehr gut machen. Wir schieben also die Flächennaht einfach irgendwie raus aus unserem Modell, das wir dann erhalten. Naja, und jetzt können wir ja da eben mit dem Trimmwerkzeug diese beiden Objekte anklicken. Einmal trimme das Ganze weg und einmal trimme das Gegenstück weg. Und jetzt habe ich es eigentlich schon geschlossen. Und da sieht man jetzt diese Form. Was eben nicht passt, ist, wir müssten da Rundungen haben. Die haben wir aber nicht. Und diese Rundungen, die lassen sich aber jetzt vielleicht noch anders herrichten. Und zwar gehen wir da jetzt her, löschen dieses Teil da, dieses Bauteil da oben noch einmal und überlegen, wie können wir da eine ganz saubere Rundung erhalten. Und das ginge ja eventuell mit einer Überblendungsfläche und über das, dass wir hier, also wenn wir eine Überblendungsfläche machen, müssen wir da was rausschneiden. Ja, und das können wir machen, indem wir zum Beispiel eine Kopie von dem Kreis da dann nehmen und da rauflegen. So. Und jetzt brauchen wir da noch einen zweiten Kreis. Und der zweite Kreis sollte sein, vielleicht da. Das könnte man natürlich auch mit einer Linie machen, geht genauso. So, was haben wir da jetzt? Ich habe jetzt nicht nur eine Verrundung mit, also es wird jetzt nicht nur eine Verrundung erzeugt mit einem gleichmäßigen Durchmesser, sondern wir können eine Überblendungsfläche machen, die einen unterschiedlichen Radius dann ergibt. Schauen wir das dann mal ein kleines bisschen auf. Okay, schauen wir mal, was da rauskommt. Wir nehmen den auf Trimmen, markieren diese beiden Linien, rechte Maustasten und trimmen das jetzt raus. Und jetzt können wir probieren, da eine Überblendungsfläche schon zu machen. Von der Kante zu der Kante. Und das Ganze sollte eine sehr weiche Überblendung werden. Das Ganze können wir uns jetzt von oben anschauen, ob wir da schon hinkommen. Na, da kann man mal nicht hin. Naja, probieren wir das einmal so. Jetzt passen natürlich diese Seitenteile überhaupt nicht mehr. Wenn wir uns das anschauen, das ergibt sich einfach durch die Fläche so, also durch diese Überblendung. Macht aber nichts, weil wir können diese Fläche nach links und nach rechts ja beliebig verlängern. Wir haben da im Flächenmenü den Punkt Fläche verlängern. Machen wir nur da anklicken und können sagen, daraus verlängern, da anklicken und sagen, daraus verlängern. Und jetzt können wir das und das da wieder trimmen. Und diese Fläche können wir jetzt dann auch noch gleich spiegeln. Gut, das schaut schon besser aus. Verbinden wir.
Jetzt. Na, da hören, schauen wir, ob wir das auch noch verbinden können. Da müssen wir jetzt unbedingt diese Flächen nach von da wegbringen. Und schauen wir mal, ob sie das jetzt schon schneiden lässt. Jawohl. Und jetzt haben wir dieses Teil. Das kommt jetzt dem schon ein bisschen näher. Perfekt ist es immer noch nicht. Dazu müsste man nämlich diese Tangentialität, die da entstanden ist, aufheben. Das werden wir jetzt im nächsten Schritt machen. Ja, und es geht jetzt nicht nur darum, dass wir da den tangentialen Übergang vielleicht aufheben, sondern diese Rundung, die da entstanden ist, die ist noch nicht ausreichend. Und das liegt zum einen daran, dass wir die Teilung, das heißt, wie wir das geschnitten haben, das heißt, diese Linie verläuft immer noch zu weit an diesem an dem Übergang, an dem Spitzen, und wir müssten diese Linie im Grunde genommen nur ein Stück weiter herunten ansetzen und schneiden, sodass das System mehr Möglichkeit hat oder bessere Möglichkeit hat, da eine weichere Rundung zu vollziehen. Aber das werden wir jetzt eben im nächsten Schritt machen. dazu werde ich die beiden oder diese drei Objekte da mal wegschieben. Das heißt, ich schiebe einmal den Deckel, den Glaskörper und auch den Querschnitt gleich weg und werde jetzt den Querschnitt da ein kleines bisschen anpassen. Ich mache da auch nochmal eine Kopie, damit wir den Unterschied vielleicht sehen. So, wir haben da jetzt einen tangentialen Übergang von der Geraden hin zu diesem ersten Bogen und diese Tangentialität werden wir jetzt aufheben. Und das machen wir, indem wir das da wieder auftrennen, können also kurz da Verbindung auflösen, dann haben wir da wieder diese vier Teile, zwei davon können wir sowieso gleich löschen, dann werden das ja dann spiegeln. Und bei dem Teil gehen wir jetzt einmal her und verändern das insofern, dass wir hier und hier den tangentialen Übergang oder letztendlich stören. Dadurch, dass wir da jetzt einen schrägen Abgang haben, passiert automatisch im Schnitt, den wir dann da herüben vollziehen, noch einmal ein kleiner Unterschied. Wenn wir uns das jetzt dann gleich anschauen, ich gehe jetzt auch noch dazu her und verlängere diese Linie da ein kleines Stückchen. Das heißt, ich gehe auf Verlängern, markiere das Teil und verlängere das da einfach nochmal ein kleines Stückchen raus, damit man dann beim Schneiden mehr oder ein bisschen mehr Toleranz haben. Dann nehme ich das und verbinde diese zwei Teile
Und dann können wir sie einmal mal spiegeln. Und können das auch gleich verbinden. Gut. Dann müssen wir wieder den gleichen Vorgang machen, den wir schon zuvor erledigt haben. Schiebt es darüber, dreht es um diese 90 Grad und legt jetzt diesen Schnittpunkt des Objekts oder fest. Und lasst es wieder um die gleiche Achse rotieren. Und dann haben wir da das fertige Objekt. Gut, jetzt schauen wir uns an, was da passiert, wenn wir das wieder schneiden. Und wir haben ja gesagt, dass wir auf dieser Seite da drüben vielleicht diese erste Schnittlinie nicht ganz richtig gesetzt haben. Das heißt, das ist unser Bauteil. Jetzt können wir einmal das Ganze da wegschneiden, aber vor dem Wegschneiden drehen wir das Teil ein kleines bisschen, sodass die Naht aus unserem Objekt rauswandert, weil die brauchen wir nicht. Und jetzt können wir durchaus dieses Teil einmal schneiden. Und kommen jetzt zum Bauteil. Und man sieht es jetzt da schon. Ich ziehe das jetzt einmal nur zum Vergleich. Ziehe eine Kopie da raus. Und wir schauen uns das jetzt in der Draufsicht an, was da passiert. Während wir hier, weil wir da einen tangentialen Übergang gehabt haben, dieser Bogen da nur sehr gering ausgefallen ist, fällt er da schon sehr stark raus und das ist eigentlich auch so diese Bogenlinie, die wir ja auch haben wollen. Ja, das heißt, hier sind wir zu gerade, das schaut nur sehr nach Hundeknochen aus und da wird diese Form schon ein bisschen abgewandelt. Okay. Jetzt schauen wir uns an, wie wir diese Kante da wegbringen. Und muss man da sagen, diese Kante könnte ich natürlich auch schon da im Zweidimensionalen ein bisschen wegbringen. Allerdings dann nur mit einem Radius über die gesamte Länge. Wir wollen aber an den Rändern hin einen sehr viel stärkeren oder sehr viel größeren Radius haben. Und an die Mitte hin einen geringeren. So, jetzt erhöhe ich da mal das, weil wir gesagt haben, es könnte da dann noch fließender der Übergang sein. Und jetzt schneide ich das da mal raus. So, jetzt habe ich da im Gegensatz zum ersten sehr viel mehr Spielraum, um einen sauberen Übergang zu schaffen. Ich tue vorsichtshalber alle zweidimensionalen Linien auf einen eigenen Layer und diesen Layer blenden wir jetzt gerade mal kurz aus. So. Und jetzt können wir da wieder versuchen, einen Übergang zu machen. Von da nach da. Und jetzt schauen wir uns das an. Also da einen
weicheren und ein paar ein bisschen weicheren Übergang. Und jetzt sehen wir schon, da haben wir noch einen sehr engen Radius, da haben wir jetzt einen sehr weiten Radius und das ist jetzt schon sehr viel softiger. Und auch da passt es jetzt ein kleines bisschen besser. Okay, das lassen wir mal so. Und haben jetzt wieder diese Kante, die da nicht sehr schön ausschaut. Wir verlängern also dies da wieder in diese Richtung und auch in die Richtung. Dann blenden wir die Linien wieder ein und schneiden das mit unserer Linie weg. Dann spiegeln wir das noch. Verbinden die ganzen Teile. Und können jetzt da diesen Kreis extrudieren. Ich drücke dabei auf die Alt-Taste, auf die Shift-Taste, Entschuldigung, so dass wir in beide Richtungen hin extrudieren. Da sehen wir jetzt die Schnittlinie. Und jetzt müssen wir da wieder diese Naht wegbringen. Da raus. Und dann können wir das schneiden. Gut. Schieben wir die zwei Teile mal raus und schauen uns das an, wie das im Vergleich ausschaut. Das zweite Teil schaut jetzt natürlich schon bedeutend besser aus. Und jetzt schauen wir es uns noch in der Draufsicht an. Also da in der Draufsicht haben wir also diese Form jetzt noch ein bisschen geändert. Das ist meiner Meinung nach immer nicht ganz ideal, weil es ja in der Draufsicht hier eher vielleicht sogar zu einer elliptischen Form kommen soll. Sollte ja vielleicht sogar so ausschauen. Und da können wir jetzt aber mit unserem Modell nicht mehr hin. Und das hat eigentlich den Grund, dass wir diesen Bogen da an einer bestimmten Stelle fixiert haben. Und um das noch besser zu machen, müssten wir jetzt vielleicht den Bogen insofern ändern, dass wir das Ganze nicht mehr auf diese 13 mm da diesen Bogen produzieren, sondern dass wir da auf einen stärkeren Bogen gehen. Nämlich von da nach da nach da. Da sieht man jetzt, wir haben dort eine stärkere Krümmung. Wir würden jetzt natürlich auch mit dem oberen Teil hier stärker gekrümmt werden. Und eben nur mal zu einem anderen Bauteil kommen. Jetzt gehen wir mal her und probieren das gleich so. Yes.
jetzt oder wieder eine neue Form. Und diese neue Form, das versucht man jetzt halt. Oh. Nicht gut. Versuchen wir noch die neue Form. Und lassen die neue Form jetzt dann auch mal rotieren. Dann trennen wir wieder den Rest weg und wir trennen jetzt auch diese beiden Flächen. Ja, diese beiden Flächen kann man so jetzt nicht genau trennen, sondern müssen wir zuerst da drüber schieben. So, schauen wir mal, was daraus dann wird. Und jetzt schauen wir, wie das in der Verbindung ausschaut, sobald etwas geändert wird. Wir verlängern das wieder der Seite und der Seite und trennen das wieder weg. Ah, das ist es noch immer nicht. Ich mache jetzt das nochmal rückgängig. Und ausgefallen. Und
schiebe den Teil noch ein Stück weiter runter. Und schneide das jetzt. Gut, schauen wir mal. Wieder verlängern. In die Richtung und in die Richtung. Und noch einmal trimmen. Und jetzt haben wir da einen sehr schönen Boden. Okay, schauen wir uns jetzt gleich an. Wir spiegeln dieses Teil. Verbinden alle fünf Teile. Dann Naht wieder verschieben. Und da sehen wir jetzt schon, jetzt haben wir eigentlich einen sehr schönen Bogen. Kann man jetzt da schon recht gut beurteilen. Jetzt schneiden wir das. Und ziehen das als Vergleich daher. Und wir sehen jetzt da immer mehr, dass wir über ganz kleine Schritte trotzdem die Form sehr gut verändern können und anpassen können. Und so lassen wir es jetzt nochmal. Das ist also mein neues Teil, bei dem Teil werden wir weiterarbeiten. Das heißt, ich lege mir dieses Teil vielleicht auf eine neue Ebene und kann dann eigentlich alle anderen Ebenen einmal ausblenden. Das heißt, ich mache das zu meiner aktiven Ebene, blende das alles einmal aus. Und ändert dort natürlich die Farbe von diesem Layer. Damit wir das dann wieder haben. So, jetzt müssen wir nur zwei Sachen machen. Einmal brauchen wir diese Verrundung und dann brauchen wir nur das Innenteil, das Innenbauteil. Die Verrundung, dazu müssen wir diese zwei Flächenverbände verbinden. Das ist eine Fläche jetzt. Wir haben nirgends diese Nahtstelle herinnen und wir haben eigentlich überall saubere, schöne
weiche Übergänge. Jetzt gehen wir aufs Verrunden-Werkzeug und verrunden diese Linie, diese Kante. Ihr habt gesehen, wenn ich aufs Verrunden-Werkzeug klicke, gehe wieder oben auf Kettenkante, klicke dann das an, rechte Maustaste, Vorschau, ja, dann können wir das gleich beurteilen. Jetzt habe ich Radius 1. Man könnte dort durchaus auch einen verschiedenen, unterschiedliche Radien eingeben. Das wir sagen, da heroben haben wir einen kleineren Radius, da wo dann der Stoppel anschließt. Und wir haben da an dieser Stelle einen größeren Radius, damit die Form da dann noch weicher übergeht. Das können wir auch gleich machen. Das lassen wir jetzt, das mache ich also jetzt gleich noch nicht. Jetzt gehen wir auf alle einstellen und ändere den Radius noch vielleicht so wie ich ihn haben will. Gib dort so eine Map 2 ein. Zu viel, 1,5. Und sagt dann okay. Gut. Jetzt brauchen wir den Glaskörper, also den Hohlraum. Und wenn ihr das jetzt ganz ideal machen wollte, würde ich den Hohlraum wieder nach dem gleichen Prinzip konstruieren, wie wir schon den äußeren Körper gemacht haben. In dem Fall wäre es aber einfacher machen, ich wäre einfach die äußere Form über das Skalierwerkzeug anpassen, bis es idealerweise optimal ist. Allerdings kann man nicht einfach nur in drei Achsen des gleichmäßig skalieren, sondern wir müssen dort ein bisschen basteln, weil wir haben ja da diese Über- und Unterschneidungen und es darf jetzt da auch nicht zu einer Durchdringung kommen vom äußeren Körper. Wenn ich jetzt da zum Beispiel hergehe und so, ich markiere das jetzt einmal, drücke die Alt-Taste und Alt und Shift, so muss man sagen, und skaliere das Ganze da einmal. Das heißt, ich mache eine Kopie und diese Kopie wird über drei Achsen skaliert. Jetzt wollen wir das nur so ändern, dass wir oben sehr viel weniger Materialstärke haben, unten sehr viel mehr, dass auch dieses Objekt oder dieser Glaskörper dann nur mal hochwertig ausschaut. Nicht nur hochwertig ausschaut, sondern mehr Masse am unteren Bereich. Macht das Ganze ein bisschen stabiler und wir brauchen unten auch mehr Material, weil wir da ja nur eine kleine Standfläche rausschneiden müssen. So eine kleine Gerade. So, diese Form, zu was führt die jetzt? Dazu gehe ich jetzt einmal aufs Internet. Wir haben da von dieser Seite schaut das ganz gut aus. Von der anderen Seite schaut das auch recht gut aus. Jetzt können wir uns da dann noch ein anderes Tool zu Hilfe nehmen. Und das ist eine sogenannte Schnittebene. Damit können wir ein Objekt aufschneiden, ohne dass wir es physisch aufschneiden, sondern es wird einfach nur berechnet. Das ist also keine Schnittoperation im eigentlichen Sinn, sondern es wird nur die Ansicht in dem Fall bearbeitet. Wir gehen da auf Anzeige
und haben da unsere Schnittebene, also eine Zuschneideebene. Und diese Zuschneideebene kann ich jetzt da mal irgendwo hersetzen. Die Größe ist unerheblich, weil diese Schnittebene über das gesamte Arbeitsfeld geht. Und wir sehen da auch eine Linie, die von dieser Schnittebene wegführt. Das ist die Sichtrichtung. Und wenn wir da jetzt auf den schattierten Modus gehen und ich nehme diese Schnittebene und schiebe mit dem Gumball da daher, dann werden wir sehen, dass er da dieses Objekt aufschiebt, aufschneidet. Und was wir dort sehen, wir können dort relativ gut beobachten, wie sich die Materialstärke verhält. Und da sehen wir jetzt schon einen Schwachpunkt, wir haben also dort sehr wenig Materialstärke. Das ist, entsteht einfach, weil wir auf drei Achsen proportional skaliert haben und dann dieses innere Teil nach oben geschoben haben. Und das führt dann dazu, dass wir da anstoßen. Das heißt, wir gehen jetzt da dann nochmal rein und verändern das, indem wir in der Breite da dann nochmal eine Skalierung machen. Das sieht man jetzt eigentlich auch, warum das innere Teil nur mal schön konstruiert werden sollte, in der Regel, weil wir so natürlich sehr unterschiedliche Materialstärken da haben. Also wir haben da herum eine weniger Materialstärke, wird dann da am Rand näher und da wieder weniger und dann wieder mehr. Das heißt, wir können jetzt natürlich schauen, ob wir das Ganze mit dem Skalieren in diese drei Achsen ein bisschen ändern können, aber über Ändern und Verschieben natürlich. Aber alles wird da nicht gehen. Passt es? Okay. Ich würde sagen, so lassen wir das. Diese Ebene können wir dort natürlich auch drehen, beziehungsweise wir könnten auch durchaus eine zweite Ebene anbringen. Jetzt habe ich da diese Ebene gedreht und schiebe das in die andere Richtung und jetzt wird die zweite Seite aufgeschnitten. Und auch da können wir das jetzt wieder beurteilen, wie schaut denn das da aus. Gut. Diese Ebene, Schnittebene können wir wieder löschen. Jetzt brauchen wir, um eine polsche Operation oder um diese zwei Teile verbinden zu können, um wirklich einen Hohlraum zu schaffen. Jetzt haben wir ja mal nur zwei Volumenkörper hintereinander geschoben. Die Bolsche Operation können wir jetzt nicht ausführen, weil mit der Bolschen Operation sich keine kleinere Kugel von einer größeren Kugel abziehen lässt, sondern diese beiden Objekte müssen sie über die Außenfläche schneiden. Das heißt, wir blenden wir jetzt einfach einmal diese äußere Fläche aus und zeichne da einen Stoppel einfach einmal drauf. Dazu können wir uns da eine Linie aufziehen, damit wir sauber den Mittelpunkt haben. Und dann können wir da diese Öffnung machen. Und die Öffnung Radius
Radius von 5, also 10 mm Durchmesser, ich nehme jetzt einen Radius von 4, also 8 mm Durchmesser, und dieses Teil können wir jetzt extrudieren, auch wieder in beide Richtungen. Und das lassen wir dann gleich, machen wir einen Deckel drauf. Dazu nehme ich einfach die Funktion im Volumenkörper, im Volumenkörpermenü und setze da einfach Deckfläche auf planare Ebenen. Dann ist das ein fertiger Zylinder und dieser Zylinder ist ja gleichzeitig oben und unten zu. Jetzt können wir diese zwei Bauteile nehmen und mit einer Bolschen Operation verbinden. Wenn wir es ganz genau machen wollen, könnten wir jetzt sogar noch da einen kleinen Radius drauf machen. Ja, also da können wir jetzt uns noch diesen Radius drauflegen. Und dann blendet man das die Außenhülle wieder ein, schauen uns das im Gitternetz an. Da könnte es jetzt natürlich durchaus sein, dass wir den Radius, den wir da draufgelegt haben, der nicht ganz perfekt passt, der vielleicht schon zu groß ist, aber in dem Fall sollte er passen. Und jetzt können wir das mit der Bolschen Operation das Innere vom Äußeren abziehen. Das funktioniert jetzt deshalb, weil wir eben da diese Überlappung jetzt haben. Gut, Bolsche Differenz. Von dem soll abgezogen werden, mit dem soll abgezogen werden. Das können wir löschen. Und jetzt haben wir einen Volumenkörper, einen perfekten. Wir können uns das mit Anzeige jetzt wieder eine Ebene machen. Und mal schauen, wie das jetzt im Volumen ausschaut. Und da haben wir jetzt das den richtigen Schnitt. Wir können das auch mit der Alt-Taste eine Kopie von dem von dieser Ebene machen und das auch gleich die zweite Ebene, die zweite Seite aufschneiden, so dass ich zu so einem Viertelschnitt komme, über den man dann die Materialstärke relativ gut beurteilen kann. Ja. Jetzt könnte man noch da heroben eine kleine Verrundung drauf machen. Allerdings haben wir von unten schon die Verrundung, von oben Verrundung. Schauen wir mal, was da geht. Das mit den 1,5 geht eben nicht, sondern da wird nur eine ganz kleine Verrundung Platz haben. Nämlich eine Verrundung, die nicht über die erste Verrundung drüber geht. Wird man dort eine größere Verrundung haben, müsste man das mit Flächenüberblendungen machen, was grundsätzlich auch überhaupt kein Problem wäre. Schauen wir mal, 0,3, das geht schon nicht. Dann machen wir 0,2. Gut. Somit ist der Flakon als solches schon einmal fertig und wir könnten jetzt theoretisch im nächsten Schritt den
Stoppeln oder so machen, beziehungsweise wir haben da, offensichtlich ja auch eine Variante, bei der wir hier diesen Metall, so eine Metallhülle drüber gestülpt haben. Und die können wir auch noch schnell machen. Dazu gehen wir her und oder dazu brauchen wir diese drei, diese Flächenteile da herinnen und die können wir extrahieren. Beziehungsweise brauchen wir extrahieren, sondern wir gehen jetzt einfach da im Flächenmenü auf den Punkt Parallelfläche. Parallelfläche schafft im Flächenmodus dasselbe, was wir im Linien- oder im Kurvenmodus auch haben. Da haben wir die Parallelkurve und da machen wir die Parallelfläche. Jetzt können wir diese einzelnen Flächen da markieren. Rechte Maustaste. Und machen mit einem Abstand von 0,1 Volumenkörper 9 ausgehend von unserer Ursprungsfläche eine zweite Fläche. So, jetzt haben wir, ich blende jetzt einfach einmal unseren Körper aus und da liegt jetzt die zweite Fläche und diese zweite Fläche hat diese 0,1 Einheiten größer, oder nach außen versetzt, als die erste. Jetzt können wir die verbinden, dass das eine Fläche ist und aus dem machen wir jetzt den zweiten. Also dieses Metallteil. Und jetzt gehen wir also wieder auf Parallelfläche. Und jetzt haben wir aber Abstand. Probieren wir das einmal. Und die Pfeile sollten nach außen. Jetzt machen wir da eine zweite Fläche, beziehungsweise jetzt machen wir aus dem das Volumen. So. Und jetzt können wir den Rest wieder einblenden und wir sehen, wir haben dort so dieses zweite metallische Bauteil. Jetzt ist es die Frage, ob sie das alles verrunden lässt, oder? Das können wir jetzt noch probieren. Dazu blende ich jetzt zuerst nochmal dieses Bauteil aus und versuche es mit verrunden. Wir können eingeben Kettenkante natürlich und Vorschau ja. Können wir das? Maustaste, nochmal rechte Maustaste. Jetzt haben wir 1,5 eingestellt, das geht natürlich nicht, sondern gehen auf alle einstellen und sagen dann 0,2. Wenn wir das einmal. 0,8 ist die Gesamtdicke. 0,2 scheint zu funktionieren. Aufgehen, 0,3 probieren. Die Fläche, die entstanden ist durch die Funktion Parallelfläche, ist natürlich sehr viel aufwendiger berechnet. Und sehr viel komplizierter erstellt.
als wenn wir sie von Haus aus neu konstruiert hätten, weil wir da ein bisschen andere Toleranzen hätten und auch ein bisschen einen anderen Zugang zum Erstellen von diesen Flächen haben. Also, die Außenverrundung hat funktioniert. Jetzt probieren wir das Gleiche nochmal mit der Innenverrundung. Also auf der Innenkante nochmal dasselbe. Scheint auch zu gehen. In dem Fall sieht man jetzt ganz schön, wir haben da dann 0,3. Dann haben wir, bleibt ein kleines Stück halt gerade und dann haben wir wieder 0,3. Aber das sorgt jetzt auch natürlich dafür, dass wir da mit dem Verrunden keine so gröberen Probleme haben. Eine Alternative dazu zeige ich euch jetzt dann auch noch gleich. Also so hat das funktioniert. Alternative wäre, dass wir die zweite Fläche überhaupt nicht als Volumenkörper versetzen, sondern als wieder separierte Fläche. Das heißt, wir haben für dieses Metallteil zwei Flächen und dann verbinden wir diese zwei Flächen, also die äußere und die innere, mit einer Überblendungsfläche. Ja, also das mit dieser Überblendungsfläche wird dann auch nochmal sehr gut funktionieren. Aber so hat das in dem Fall auch gepasst. Blenden wir das Teil wieder ein. So, und jetzt können wir noch den Stoppel machen. Dazu machen wir irgendwie eine Achse. In der Mitte wäre gut. Und können da jetzt den Stoppel zeichnen. Dazu brauchen wir vielleicht noch unsere Zeichnung. Und diese Zeichnung, die schiebe ich jetzt einfach dort drauf, würde ich sagen. Also die,
Angabe und mache eine Kopie davon und schicke das jetzt mal da so her. Und zeichne dort jetzt mal zu diesem Stopp. Machen wir da wieder so eine kleine Referenzlinie. Das mache ich aber nur, damit ich das Ganze ein bisschen einrichten kann. Habe ich dann die Mittellinie und kann Fläche runterziehen. Dann kann ich das alles markieren. Schauen wir das dann in die Mitte. Und dann zeichne ich da jetzt einfach mal nur diesen Stoppel da danach. Der geht ein. Zeichen das nur so einen Halbschnitt. Dann haben wir das Bauteil. Ziehen wir jetzt mal da runter. Und dann können wir das schon rotieren. Und das können wir auch gleich mit rotieren. Und rotieren das um 'ne Mittelachse. Diese beiden
und rotiere sie um die diese Achse. Jetzt können wir noch diese Teile verrunden natürlich. Da, es kann mehr sein. Einmal da. Kann mehr sein. Dann auch da. Passt so. Da. Passt so. Und da. Da. Und wenn man es ganz genau nehmen will, können wir da dann noch eine Verrundung drauf geben. Die ändern wir aber ein kleines bisschen. So. Gut. Jetzt können wir da dann noch den Zerstäuber reinmachen. Und das haben wir ja schon mal gemacht. Dazu machen wir uns irgendwie einen Zylinder. Den Zylinder machen wir einen Deckel drauf. Und in dem Fall machen wir es uns jetzt ganz einfach und schneiden einfach nur ein kleines Stück raus. Nehmen wir so wieder eine Bolsche Operation her. Zuerst müssen wir da einen Deckel unten drauf machen. Dann sollten wir das da dann noch ein bisschen anpassen. Und dann ist der Flakon eigentlich fertig. Wir können jetzt den Flakon noch gleich rendern. Dazu gehe ich wieder darauf, sage alle Linien markieren und die lege auf den Layer für meine ganzen Linien. Haben wir nur noch den Flakon. Jetzt gehen wir auf das Render-Menü, gehen auf Grundebene, wir sollen da Material verwenden und kennst du es bei mir schon, geben wir einen metallischen Untergrund ein, der allerdings sehr rau ist. Dann gehen wir da auf Perspektive unbedingt. Und Raytracing schauen wir mal. Okay. Jetzt brauchen wir ein Himmelslicht und beim Himmelslicht nehme ich immer ein anderes her. Also
mindestens das dunklere. Okay. Es wird mehr Kontraste. Wenn man das neue Himmelslicht eingestellt hat, dann wird das auch gleich für die benutzerdefinierte Reflexion verwendet. Und jetzt können wir noch die übrigen Materialien vergeben. Das heißt, wir brauchen da einen Glaskörper. Gehen wir da auf Neue, gehen wir auf Glas und geben da ein Mattglas ein. Und jetzt machen wir noch eine andere Farbe. Wobei die Farbe immer nur ganz ein kleines bisschen vergeben werden soll. Also dann ordnen wir das zu. Brechungsindex sagt uns an, wie stark die Lichtbrechung sein soll. Das ist ganz wichtig bei Glas. Und jetzt brauchen wir das zweite Material draußen. Das sollte wieder sein Metall. Kann man jetzt nicht überlegen, welcher. Jetzt haben wir ein stark poliertes Metall. Das ist verhält sich wie ein Spiegel. Als Reflexion sehen wir da jetzt diese schwarze Studioumgebung. Kann man natürlich ändern, indem wir ein anderes Bild für die Reflexion verwenden. Dazu habe ich irgendwo im Server mehrere Bilder hinterlegt. Vielleicht jetzt auf meinem anderes Bild, das Airboard zum Beispiel. Eine andere Reflexion drinnen. Diese Reflexion und Himmelslicht hängt zusammen, das heißt, wir haben jetzt da andere Beleuchtung im System. Und dieses verchromte Material, da wäre jetzt aber trotzdem ein kleines bisschen diese Politur zurücknehmen. Okay. Und da heroben können wir eigentlich dasselbe Material verwenden. Und dann müssen wir das durchlassen lassen, das dauert natürlich eine Zeit.
Und da können wir mal schauen, ob wir das irgendwie. Also ich denke, wir haben vielleicht zu viel Verwundung im Glaskörper. Man sieht das da. Dass der da fast überhaupt nicht vorhanden ist. Das Glas da ist natürlich jetzt auch nicht grün, wie bei uns, sondern das Glas ist fort. Dann haben wir Transparenz auch immer wieder. Und da kann man sich jetzt natürlich ewig und 3 Tage spielen. Aus dem lässt sich jetzt natürlich relativ einfach Präsentation machen, wo man die einzelnen Bauteile zum Beispiel sieht. Auch Explosionsvorstellung hergestellt wird. Und so weiter und so weiter. Also, denn wie wir sowas jetzt präsentieren, obliegt die Kreativität jedes Einzelnen oder jeder Einzelnen. Und sobald wir dann zufrieden sind mit dem Bild, können wir auf Erfassen gehen und in der Datei speichern und dann dieses Bild genauso wie es ist, wird es dann einfach abgespeichert. Okay. Vielen Dank.